Schauen wir uns jetzt noch ein paar Beispiele an. Die Landschaft ist beliebig. Also wir haben jetzt keine vorgegebenen Landschaften mehr. Manchmal haben wir noch bestimmte Eigenschaften, die Landschaften innehaben sollen. In dieser Aufgabe ist die Landschaft aber ganz beliebig. Der Hamster soll bis zur nächsten Wand laufen und dabei alle Körner fressen. Das wird ausgedrückt durch folgende Prozedur: Laufe bis zur nächsten Wand und sammle. Da wird wiederum eine andere Prozedur, nämlich die Sammle-Prozedur, genutzt. Die Sammle-Prozedur ist jetzt so implementiert: Weil Korn da nimmt. Solange also auf der aktuellen Kachel sich noch ein Korn befindet, nimmt der Hamster dieses Korn ins Maul. Wenn die Kachel leer ist, terminiert diese While-Schleife und damit auch die Prozedur. Diese Prozedur Sammle wird hier jetzt nun benutzt. Auf dem Ausgangsfeld des Hamsters wird gesammelt. Wenn das Feld leer ist oder sobald das Feld leer ist, wird die nächste Anweisung ausgeführt. Das ist jetzt wiederum eine While-Anweisung. Hier wird geprüft, ist vorne frei. Falls vorne frei ist, hüpft der Hamster ein Feld nach vorne und grast auch diese Kachel ab. Und das geht so lange, bis irgendwann der Hamster vor einer Mauer steht. Ja, und damit ist die Aufgabe erfüllt und das Programm ist beendet, weil hier entsprechend False geliefert wird. Auch das schauen wir uns mal an. Hier ist das Programm. Ich rufe hier in der Main-Prozedur diese Laufe bis zur nächsten Wand und Sammle-Prozedur auf. Jetzt öffne ich hier ein bereits vorbereitetes Territorium. Ja, und jetzt schauen wir mal, ob der Hamster auch tut, was wir ihm aufgetragen haben. Nämlich, er steht jetzt hier und soll alle Körner in dieser Reihe fressen. Oh, hier ist der Debugger noch angeschaltet. Den deaktiviere ich mal. Man sieht, der Hamster ist gierig und lässt wirklich nichts übrig. Tja, und so könnte ich den Hamster auch mal hier hinsetzen und gucken, ob er da auch sich korrekt verhält. Starte das Programm erneut. Und auch da erfüllt er seine Aufgabe. Oder ich setze ihn mal hier hin. Oder hier in eine ganz leere Reihe. Da hat er nichts zu sammeln. Da liefert hier dieses Korn da jeweils False. Und der Hamster muss gar nichts aufnehmen. Wichtig an diesem Beispiel ist auch noch, dass das Sammle nicht nur in der Schleife hier genutzt wird, sondern auch hier vorne, sodass der Hamster auch das Feld, die Kachel leer frisst, auf der er am Anfang steht. Und wichtig ist hier, dass man halt diese Blockanweisung nutzt, weil abhängig von dieser Bedingung, vorn frei, der Hamster ein Feld nach vorne gehen soll und dort sammeln. Das heißt, die Iterationsanweisung wird gebildet durch diese Blockanweisung, die umfasst die zwei Befehle, vor und sammle.